Es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Diese Folge ist jetzt eher notgedrungen aufgenommen, da ich eigentlich aufgenommen habe. Da war aber ein Fehler, deshalb hat es kein Bild aufgenommen, sondern nur die Audiodatei. Dann wollte ich... Sie wollen. Das habe ich vergessen, ich habe die Maske auf. Dann wollte ich an einem anderen Tag noch aufnehmen. Das ging aber auch nicht, weil das Spiel kein Bild mehr angezeigt hat. Deshalb muss ich es jetzt erstmal in den Vollbildmodus stellen. Das war der falsche Knopf, mal wieder. Und ja, es war dann alles ein wenig sehr blöd. Ich habe genau eins zu viel. Ich habe ein Deutsch, ja. Gut. Das letzte Mal hat das ja nicht funktioniert mit dem Zombie, der sich automatisch geheilt hat. Während ich ihm genauso viel Schaden gemacht hat, wie er geheilt hat. Ich habe auch vergessen, Baba Jack zu benutzen, was ihn wahrscheinlich getötet hätte. Aber das passiert. Tja. Pech halt. Ich lege hier ganz viel Zeug ab, damit ich mehr tragen kann. Irgendwie logisch. Und ein Teufel kann weg. Dann repariere ich noch mein Zeug. Und was noch? Was mache ich da noch? Ah ja, ich mache die Quest weiter und hole mir die Belohnung ab. Schönen Tag. Und es gewittert gerade. Perfekte Zeit zum Aufnehmen. Ich mach ganz kurz mein Fenster zu. Okay. Das Gequietsche war mein Stuhl. So viel zu notgedrungen. Ich will nämlich jetzt nicht unterbrechen, nur um aufzustehen und bla 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 zu machen. Wieder mein Stuhl, Verzeihung. Und ja, für das Gewitter kann ich nichts. Es war mir aber auch eigentlich klar, dass irgendwas passieren wird, weil... Da hat schon wieder gedonnert. Weil hier überall schwarze Wolken sind. Ich versuche noch diese Folge heute hochzuladen. Deswegen fühle ich mich ein wenig gestresst. Deswegen rede ich auch teils etwas schneller und irgendwie sehr, so wie es mir vorkommt, etwas dunkler. Die Falle funktioniert immer noch nicht. Die wird wahrscheinlich kein... die Druckplatte wird nicht mit der verbunden sein. Deshalb wird sich auch nichts aktivieren. Wer schon mal mit dem Construction Set gearbeitet hat, der weiß wahrscheinlich, was ich damit meine, außer wenn ich mich sehr dumm ausgedrückt habe. Also ich weiß, was ich meine, sonst hätte ich es nicht gesagt. Es regnet. Ich mag Regen. Aber ich sollte nicht das Fenster aufmachen, denn das wäre laut. Der Blitz klang nicht gut, muss ich sagen. Habe ich einen Trank der Unsichtbarkeit? Nur zur Sicherheit? Ah, egal. YOLO, Mau oder Lolo. Danke. Es wäre ziemlich Glück gewesen, wenn die sich jetzt noch geheilt hätte. Denn hinter mir ist auch noch ein Totenbeschwörer. Los. Na, perfekt geschlagen.
Ist bei mir mein Schild kaputt gegangen? Großes Schild bei Rüstung. Ja. Der hat Rüstung zerstören? Kann das? Ja, wahrscheinlich. Hat er Rüstung zerstören auf mein Schild gemacht. Danke. Das hätte noch schlimm enden können. Ach, der hatte Rüstung zerstören auf der Waffe. Ich erinnere mich. Ich habe das hier ja schon gemacht, weil ich das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal aufnehme. Ich habe die Totenbeschwörerin der heulenden Höhle getötet. Die sollte zum Schrein von Meridia zurückkehren. Falls ich da irgendwas vergessen... War da eben... Nein, das war wahrscheinlich nur die Lampe. Ich dachte, meine graue Kutte der Nacht hätte irgendwas angezeigt. Von wegen Gegner und Leben und so. Zum Glück ist der Zombie despawned. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert. Hier. Meridia. Dann gehe ich... Weiß nicht, gehe ich dann zur Perite? Egal. Erstmal Meridia. Gute Arbeit. Diese Kreaturen waren eine Beleidigung für alle Lebewesen. Und nun haben sie für ihre Taten bezahlt. Nehmt diesen Ring und geht. Meine guten Wünsche begleiten euch. Meridia war erfreut, dass ich die mir zugewiesene Aufgabe erfüllte. Als Belohnung bekam ich den Ring der Khajiit. Nicht der Khajiit, der Khajiit. Was auch immer das sein soll. Der macht Chamäleon und Schnelligkeit festigen. Finde ich ganz schön. Aber ich brauche die Rüstung. Und jetzt sollte ich eigentlich die graue Kutte der Nacht ausziehen und meinen Helm anziehen, damit ich nicht verhaftet werde. Und gehe nach Bravil, tue alles in die Truhe, repariere mein Zeug wieder und... Es freut mich, euch zu sehen. Was mache ich dann für eine Quest? Ich glaube Perite. Ich weiß nämlich jetzt wieder, wo es ist. Ich bin einfach die falsche Abzweigung von dem Fluss lang gegangen. Hallo Donner. Schön, dass Schönen es dich Tag. Gibt. Nicht so... Das Blöde ist nur bei Perite, die Quest ist ziemlich anstrengend, finde ich. Vor allem für jemanden wie mich. Aber ich habe ja Wabajack. Ach, muss alles passen. Gut. Dann... das Schild. Ja. Ich bin hier lang geritten. Und dabei hätte ich hier lang reiten müssen. Und das mache ich jetzt. Oder bin ich da unten? Nee, ich bin eins weiter unten lang geritten, glaube ich. Auf jeden Fall war es falsch. Das ist das Einzige, was zählt. Und ich kann den Ring der Khajiit anziehen. Dann kann ich nämlich weiter springen und schneller laufen und so weiter. Und eigentlich auch die graue Kutte der Nacht, damit ich noch schneller. Das ist irgendwie ziemlich laut, dieses Gewitter. Und ziemlich nass. Hab mich gerade umgedreht und sehe, dass mein Fenster voll mit Regen ist. Und ich hab's auch nur beigemacht. Das heißt, Regen kann jederzeit auf mein Bett tropfen. Naja, wird ewig trocknen. Ach so, das ist nur ein Reh. Ich dachte, das wäre ein Wolf oder sowas. Da hinten ist eine Gaststätte. Und hier werde ich nicht springen, weil mich das wahrscheinlich töten könnte. Schlammkrabbe. Lauter Donner. Aua. Ich versuche einfach laut zu reden, wenn es irgendwie donnert. Damit nicht dieses blöde Rauschgeräusch ist. Weil ich die Rauschsperre aktiviert habe. Relativ genau sogar eingestellt, finde ich.
Man darf mich auch jederzeit eines Besseren belehren. Und mich hat ein Wolf entdeckt. Bin ich nicht schön, so 35% unsichtbar? Da oben ist noch irgendwas, eine Ratte wahrscheinlich. Da sieht man schon den Schrein auf der Karte, das ging schnell. Huch, da hat es eben kurz gelaggt, warum auch immer. Fragen über Fragen. Na, ich war auf der falschen Seite. Hallo Wolf hinter mir. Mit der Ansicht ist das ziemlich blöd zu spielen. Greif mich mal an, ich will meine leichte Rüstung trainieren. Die sind alle bewusstlos. Wo ist der andere? Ach, den habe ich schon getötet. Was auch immer hier noch Töne macht und mich herausfordern will. Ich habe den Schrein von Perite gefunden, aber irgendwas stimmt nicht mit seinen Jüngern. Sie scheinen in der Zeit der Start ohne Geist und Willen. Keiner bewegt sich oder, oder spricht. Wer da bewegt sich? Eine willkommene Abwechslung. So, Sterblicher. Ihr habt also meinen Schrein gefunden und meine Anhänger gesehen. Sie sind ein peinlicher Anblick. Die Narren haben einen Zauber gesprochen, um mich herbeizurufen. Das war hochmütig und dumm. Und es hatte Folgen. Meine Anhänger sind gefangen zwischen den Welten. Ihre Körper hier auf dieser Ebene, ihre Seelen in Oblivion. Ihr sollt Körper und Seelen wieder zusammenführen. Ich werde euch auf die Ebene von Oblivion bringen, auf der sie gefangen sind. Findet ihre Seelen. Wenn ihr alle gefunden habt, werde ich euch zurückholen. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Perite sagte mir, dass 5 seiner Anhänger beim Versuch, ihm näher zu sein, ihre Seelen auf eine Ebene von Oblivion transportiert haben. Der Daedra möchte, dass ich dorthin reise und ihre Seelen zurück in diese Welt bringe. Ich sollte mich der Statue erneut nähern, wenn ich für die Reise bereit bin. Ich kann speichern. Ich bin für alles bereit. Da, den Ring wollte ich noch auswählen. Habe ich gespeichert? Egal. Bring mich dahin. Und die Antwortmöglichkeiten waren ja und no. Sehr gut. Die ist da. Ich muss auf die andere Seite, weil hier Steine sind. Aber ich kann springen. Ich bin hip. Und cool. Das war laut. Ist laut. Das ist laut. Und du hängst hier nicht ganz gut dran, muss ich sagen. Nur ein bisschen aufgespießt. Ja, ich laufe hier gerade ziemlich unsinnig herum. Weil ich diesen Kompass nicht gerade sehr genau finde. Das sind Skampe. Ah, da ist noch irgendwas. Ein Skump und ein Clanvieh. Finde ich nicht gut. Gehe ich mal hier entlang. Okay, das ist ja dumm. Ganz dumme Idee. Sehr, sehr dumme Idee. Wow, das Vieh hat mich nicht gesehen. Das ist ein dummes Ding. Da ist eine Seele und da sind nur Skampe. Und man hat ja gesehen, Skampe kann ich recht gut töten. Also gehe ich jetzt die Skampe entlang. Die Skampe entlang. Natürlich. Gib mir deine Haut. Wow. Das kann gefährlich sein, mit Feuer zu spielen. Die machen auch kaum Schaden, irgendwie.
jeden Fall muss ich Ägide auf meine Rüstung verzaubern, wenn ich später eine wichtige habe. Mann, ich bin super im Schleichen. Ich bin eben extra nicht ausgewichen, weil ich nicht so viel laufen will, wenn da hinten der Feueratron nachsteht. Das wäre dann nämlich ziemlich viel Aufmerksamkeit für mich. Das ist eine Seele. Der Feueratronach ist gerade weg. Der Skamp wird sich jetzt gleich umdrehen, wenn ich hinter ihm bin. Oder auch nicht. Finde ich gut. Und dich befreie ich jetzt. Wo ist unser Gebieter? Euer Gebieter ist zu Hause. Ich habe die Seele von Kiewan eingefangen. Ich würde aber gerne an diesen Kokon. Genau aus diesen Gründen. Das sind sehr gute Argumente. Nee. Ich finde schön, wie mir hier alles nicht angezeigt wird. Hallo Feueratronach? Mist. Ach ja, Feueratronache gegen ja Feuersalze. Ich dachte, das wäre ganz selten, aber es war ja nur das. Da ist noch ein Vieh, was auch immer das ist. Ein Skam und ein Feueratronach. Es ist weniger schön. Irgendwie könnt ihr nichts, habe ich das Gefühl. Vor dem kleinen Pferd habe ich irgendwie Angst. Aber ich gehe erstmal in Sicherheit vor dem Feuerturm nach. Und dann beende ich hier die Folge.